Stopp, gucken. Andere Seite, gucken, ob ein Auto kommt, gucken. Und schnell rüber. Und jetzt? Die kommt noch. Ich muss erst mal Anlauf nehmen. Dann machen wir hier. Die Schuhe aus. Danke. Aua. Wie Papa. Du kannst mir zwei die Anleitung teilen. Schwarzer Tag in meinem Leben. Jetzt ruhe ich mich aber aus zu Hause, ey. Was ist denn, ey? So fertig? Boah. Essen machen wir. Ja. Komische Kaffeemaschine kaufen machen wir. Ja. Ich hab noch mal einen Burger mitgenommen. Genau, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Die Taube hat sich verlaufen. Ja. Die sucht ihr Auto. Die sucht ihr Auto, die Taube. Der Besoffene da war das Highlight heute. Da hat einen Stempel gehabt vom Club. Irgendein Club war der. Und da musste er ins Alexa hier reingelaufen sein und lag da in eben so einem Stand drin. Oh, mir fällt da im Angriff, hab den Spiegel noch aufgelassen. Ja, das ist schlecht. Und die Security hat voll versagt. Also, okay, ja, ja. Wenn das der Test gewesen wäre. Die haben dich alles machen lassen. Die haben mich alles machen lassen. Räum ich da die Besoffenen aus dem Einkaufszentrum raus. Unglaublich. Die verstrahlten. Hat aber groß, der Typ. Ja. Der war bestimmt 1,95 oder so. Aber 10 cm mehr als ich. Naja. Ach, Wahnsinn. Naja, jetzt soll man machen. Hier. Zack. Zack. Aufmachen! Jetzt müssen wir sie aufholen! Aus dieser Gruppe! Ah. Oh, das müssen wir mal raus. Nee, lass mal, das kannst du drin lassen. Das braucht Mama. Das will sie sich bestimmt durchlesen. Das kann bleiben. Ja, so viel Verpackungsmaterial. Vorher ja. Schon. Hier ist noch was. Und wir haben noch unsere Kaffeemaschine eingekauft. Genau. Glücklich. Ich muss erstmal die Sachen hier rausholen. Das muss ja irgendwo dieser Behälter sein. Das ist der Behälter. Also, hier, das raus. Das müssen wir hier machen. Jetzt den Deckel hier ab. Gut, der muss jetzt. Hier. Unsere geliebte Kaffeemaschine ist fertig. Wir haben eine Kaffeemaschine eingekauft. Voll cool. Rausnehmen? Mama, nimm du doch mal raus. Ist doch deine Kaffeemaschine. Geht doch voll schwer. Geschafft. Juni war ja ein Espresso trinken die ganze Zeit. Mami! Und? Können wir das anfangen? So, ich, während hier die Glückseligkeit herrscht, verabschiede ich mich. Gute Nacht, macht's gut, wir sehen uns morgen. Ciao. Bist du denn ins Bett? Ich geh schlafen. Meine Papa ist ein bisschen
fertig. Ich will nicht mehr, ey. Hä? Lecker? Nein. Na. Ich will einen Burger. Du willst einen Burger? Burger gibt's heute nicht. Prost. Tock. Was los, Wolfgang? Was gibt's denn heute in der Welt? Ja, da haben sie gerade alles ausgemacht von euch. Was haben sie? Da läuft noch. Was nochmal? Ich hab gerade ein Radio gehört vorhin. Ach so. Die Jury hat 10-jährige Mädchen erstochen im Dezember schon. Oh. Ein Freund aus der Wiederlehne. Ja, ja. Oh Mann, ey, hör doch mal auf, ey. Ja, ja. Wenn ich irgendwann eine Gruppe in der Luft, das haben wir schon wieder eine Vogelgruppe gemacht. Vogelgrippe. Ja, haben wir jetzt einen Fernseher gebracht. Die Vogelgrippe. So, jetzt kommt der Müll, den muss ich jetzt hier rausholen oder hier vorholen. Wolfgang, wir sehen uns dann, ja? Ja. Ciao, ciao. Ei. Super, ein 10-jähriges Mädchen erstochen, fantastisch. Das sind die Nachrichten, die ich hören will. Als Vater von 3 Mädchen und einem Sohn. Oh Mann. So, heute machen wir mal ein Experiment. Guten Morgen, liebe Leute. Und zwar, was ist eigentlich, wenn der Tommy mal ganz normale Öffnungszeiten hat? Sprich, 8 Stunden am Tag. Und dann warten. Das muss ich nämlich heute machen. 8 Stunden, mehr geht nicht. Nee, überhaupt 8 Stunden? Von wegen. Ich muss um 3 Uhr los. 4 Uhr, nee, 3 Uhr kommt sie. Von wegen! 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stunden halt nur offen. Ich muss meine Kinder abholen nachher, weil meine Frau hat Spätdienst und ich habe heute wieder Kindertag. Ach, was weiß ich denn? Ich muss sie abholen. Ich habe heute Kinderdienst. Deswegen kann ich nicht im Laden sein. Das hat ja gestern noch so lange gedauert beim Mediamarkt, weil sie, hä? Wenn man eine Kaffeemaschine kauft, kriegt man für 40 Euro noch einen Guthaben, einen Kaffeeguthaben. Aber nur, wenn man dann regelmäßig abnimmt? Nee, das kriegst du. Deswegen hat sie da noch da meine Kaffeemaschine ausgepackt und was eingescannt. Mit dem Code kriegst du dann 40 Euro bei Nespresso-Gutschein. Dann haben wir gleich Kaffee ausgesucht und das kriege ich jetzt nach unserem Schritt dazu noch. Für 40 Euro? Wie viel ist denn das? 10 Stangen. Also okay. 4 Euro kostet eine Stange. Ja. Da sind drin wie viel? 10 Stück. Entschuldigung. Ja, bitte. Darf ich mir kurz Ihre Punkte aufnehmen? Gerne. Nein, okay, passt. 40 Cent das Stück. Ja, so ungefähr. Ja. Manche 38, manche 42. Kommt ein bisschen drauf an, was für. Also 40 Cent das Stück. Ja. Nein, dann hat sich das ja so halbwegs. Ja, jetzt glaube ich aber den. Warte. Was heißt denn? Ich glaube, für die nächsten 4 Monate haben wir dann Kaffee. Bisschen. Kannst du brauchen? Ja, ich kann einfach warten. Ja. Ja, das haben wir gestern noch gemacht. Für deine Storylines. Ja, kann man erstmal die. Blumen fragt mich gestern, war so ein Skizzenzettel von mir. Hat das Anouk gemalt? So, nee, es hat mich gemalt. Oh. Aber warum hast du das denn nicht so richtig gemalt? Ich war ganz entsetzt, dass ich so rumgekriegelt habe. Ist ja eine Blume, das ist nur eine Skizze, um erstmal zu sehen, was ich überhaupt machen will, ne? Kommst du nicht mit klar? Nee. Warum macht man nur noch heile Sache? Das hat sie gar nicht verstanden. Ja, ach so, ich meinst du noch, ich verstehe jetzt, dass du das nur so kräkelig gemalt hattest. Du wolltest eigentlich gar nicht richtig machen. Ja, genau. Eigentlich wollte meine Frau nicht richtig machen. Ja, ist so cool. Mach doch. Du machst das, was dir gefällt und machst damit sogar vielleicht noch ein bisschen Geld. Also macht man ja meist, also im Idealfall, macht man seinen Job, der einem gefällt und macht ein bisschen Geld dabei. Du kannst deine Zeichnungen verkaufen, du kannst dich promoten sozusagen, vielleicht kannst du ein Buch verlegen irgendwann.
Mach das doch endlich. Wieder ist ein Jahr um. Mach das doch endlich. Ja, du wirst nicht 1000. Kannst nicht so lange warten. 500 Jahre warten und dein Anfang ist nicht. Du musst jetzt machen. Ey. Jetzt fahren sie los. Jetzt musst du. Jetzt. Mach gleich ein. Ich möchte eine Skizze sehen, sagt er. Eine Skizze. Gut, ich geh's nach oben. Für kacke Scheißratte machst du die Mutter oder so. Vielleicht mach ich erstmal unsere Familie. Ja. Hallo. Bis später, ja? Ja, nee, machst du mir noch einen Zettel hoch? Ja, das wäre nett. Danke. Hey. Haben die eine Fahrerpuppe? Was ist das? Tausch gegen Banane? Ja, von mir aus. steht das oben hier, neben dir. Hier, halt hier, hier, da, hier, da. Doch. Können Sie kurz gucken? Ich habe nicht das Gefühl. Ach, guck. Ich muss eben ganz dringend los zum Betriebsausflug mit Fahrrad. Betriebsvergnügen? Ja, das ist ja unglaublich. Dass es sowas noch gibt? Und es hat eben mit meinem, ich funktioniere jetzt da gar kein Luft mehr drin. Danke viel, tausend Mal. Ja, bitte, bitte. Viel Spaß beim Ausflug. Ja, weiß nicht, ob das Spaß macht. Naja, kommt auf die Firma an, oder? Genau. Das hat der Chef nicht gehört, das ist in Ordnung. Dankeschön, schönen Tag. Ja, so, jetzt haben wir 10 Minuten verbasselt. Also ich habe einen Auftrag und heute bin ich recht früh weg, wie ihr gemerkt habt, gehört habt. Wenn du was geben magst, kannst du einfach was hinlegen. Kein Problem. Das ist alles gut. So, um dir eine Frage zu beantworten von dem, wie heißt er? Ich fällt den Namen jetzt nicht ein. Ille Racer oder so. Vielleicht machen wir das mal, dann haben wir jetzt eben so ein bisschen Inhalt. Nochmal, ich habe es schon oft gezeigt, aber ich weiß immer nicht in welchen Videos. Die habe ich ja, ich habe es nicht extra betitelt. Also hier haben wir einen Reifen, der platt war. Und hier haben wir einen Schlauch, der punktiert ist. Und jetzt wurde ich gerade gerufen. Glaube ich zumindest. Bis gleich. Merkt ihr, wo wir waren, hat sie gesagt. Wir schnattern weiter. So, alle klar. Also ich habe es jetzt zum dritten Mal, habe ich draußen jetzt jemanden heute schon zeigen müssen, wie man die Pumpe richtig bedient. Und da habe ich jetzt die Schnauze voll gehabt und habe jetzt von oben die Pumpanleitung geholt. Habe die auf so ein Brett gemacht, montiert, auf einem Brett montiert und habe sie oben hingestellt. Ja. Ich hoffe, das wird angenommen und ich hoffe, ich werde jetzt nicht mehr gefragt. Wahrscheinlich werde ich trotzdem gefragt. Was heißt denn das? Ja, ich war jetzt hier bei dem Thema, was ich ja für Ille Racer oder so, wollte ich die Frage beantworten, wie macht man jetzt den alten Schlauch, wie lässt man den alten Schlauch drin? Das hört sich immer so doof an, man lässt den alten Schlauch drin. Ja, macht man natürlich jetzt nicht wirklich so, dass man einfach zack, neuen drüber, fertig. Ja, das ist der alte Schlauch, das ist der alte Mantel, also der Mantel ist eigentlich noch gut, aber er könnte ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Und die Verstärkung kommt in Form dieses alten Schlauches und hier trennt man das Ventil raus. Das zeige ich jetzt auch, wie man es macht. Bitte nicht hier durchschneiden, Ventil ab. Das ist ja Blödsinn, das ist Quatsch. Ich habe hier einen ganz scharfen Seitenschneider. Dann nehme ich mir dieses Ventil hier und knipse das hier so raus. Hier so. Mist, der war noch gut. Inselbegabt. Also ihr könnt es auch mit der Schere machen, mit einer Nagelschere oder so. Weg damit, mit dem Ventil. So sieht das aus. Ich werde es auch jetzt extra mal betiteln im Titel, so dass ich jedem auf dieses Video verweisen kann, der mich nochmal fragen sollte. So sollte das aussehen. So hat man eine schöne Fläche hier, einen schönen Schlauch. Ein schönes Anti-Plattband, was man sonst mit... Ich glaube, die kosten auch fast 20 Euro, 15 bis 20 Euro das Paar. Ja, dann nehme ich diesen Schlauch und nehme diesen Mantel. Und stecke den Schlauch, ohne dass er verdreht. Na, immerhin. Hallo, ich wollte mich nochmal bedanken für deinen schönen Livestream und für dein YouTube. Ja, leider. Ich habe das mal angeschaut vom Kettenspannen und dann habe ich meinen Fehler gefunden. Dann hast du deinen Fehler gefunden? Ja, ich habe das nur auf der Kettenseite gespannt und da war das wirklich schräg.
Ah, ich muss euch hinten unter den Anker nachspannen. Genau. Und dann habe ich das eingegeben, dann habe ich dein Video gefunden und dann war mir das klar. Ja, siehst du, jetzt läuft jetzt auch gerade Video. Ja, und ich hatte gedacht, ich schaue mir das mal an, was du wieder. Das finde ich gut, die Kombination, ja. Ja, ich mache so beides, ne? Also, na klar. Also Livestreamen selten. Jetzt aber eben so eher so. Ja. Nee, ich fand das ganz witzig. Also, was du erklärt hast und so und wie das so geht und was du machst und so. Dann eigentlich ist dieses Kettenspannvideo ist ja wirklich, ich glaube, ich weiß ja nicht, welche du hast, SRAM 7-Gang Kettenspann. Ja, genau. Das ist auch mein Stichwort gewesen, wo ich rein bin. Genau, da habe ich, das lief nebenher, das habe ich nicht explizit dafür. Ja, genau. Deswegen ist es ziemlich lang, glaube ich. Ja, genau, ist 15 Minuten. Aber das, ich habe lange rum und da bin ich drauf, jetzt schaust du mir die Videos an und so. Und ich hatte deinen Laden, glaube ich, vorher schon mal gesehen, hatte ich das und heute habe ich mir gesagt, schaust mal vorbei. Ja, gut, danke. Alles vorbei. Schönes Feedback. Also, meine Wagen. Ja, mach ich. Ja. Bin dabei. Das ist doch nett. Das war doch mal live ad hoc. Wunderbar, freue ich mich. So, also jetzt habe ich ihn nebenbei, habe ich ihn jetzt hier reingelegt, ohne dass er verdreht. Hier, da liegt er drin. Und bildet sozusagen ein Anti-Plattband. Jetzt packe ich den Reifen mit alten Schlauch zusammen auf die Felge. Das mache ich mal hier unten. Manche Videos helfen auch, wenn einige Leute sagen, ja, das geht nicht, und das ist scheiße und man sieht überhaupt nichts. Und so, Menge bemängeln ja viele bei den Videos. Tut mir leid, ich bin im Keller. Ich bin kein professioneller Filmemacher. Also ich mache einfach nur ein paar YouTube-Videos, die ich nebenbei herlaufen lasse. Und wenn sie euch helfen, freue ich mich sehr. Also das war eben sehr, sehr nett. Das hat mich gerade sehr aufgebaut innerlich, muss ich sagen. Da trinke ich doch gleich mal einen Schluck Kaffee darauf. Laufrichtung beachten des Mantels. Ist ganz wichtig wegen Aquaplaning, ne? So ab 150 km/h kann das tödlich enden. Eine Seite des Reifens ist jetzt auf der Felge. So mache ich das. Ich weiß, andere machen es vielleicht anders. Ich mache das jetzt so, bitte, ja? Ich mache es seit Jahren so. Und es läuft, also funktioniert bei mir wunderbar. Jetzt nehme ich einen neuen Schlauch. Ich habe die Kamera ja nicht an und laber. Ey, total bescheuert ist der Tommy schon. Also so, neuen Schlauch habe ich da, der ist mit Autoventil. Die habe ich jetzt nicht hier liegen, die habe ich hinten im Laden. Ich setze den Schlauch ein. Und zwar so. Schön glatt muss er liegen. Er darf nicht verdrehen. Und dann fühlt man hier oben, kann man fühlen, ist der alte Mantel, ist der alte Schlauch noch an seinem Platz. Also sprich mittig hier ist er. Und dann kann ich den neuen... Ist der alte Schlauch noch an seinem Platz? Nicht Mantel. Mann. Und dann kann ich den neuen hier mittig unter den alten drapieren, ohne ihn zu verdrehen. Ich muss ein bisschen schniefen die ganze Zeit. Aber bitte nicht sauer sein, ja. Deswegen, ich weiß, es gehört sich eigentlich nicht, aber wenn ich so oft Taschentuch benutze, dann sehe ich aus wie Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Und das möchte ich nicht. So, und dann verschließe ich diesen... Wenn ich dann einmal rum bin, verschließe ich diesen Mantel. Wie folgt. Das mache ich so. Das ist meine Technik. Ich weiß, das ist vielleicht nicht die richtige. Vielleicht. Aber sie funktioniert sehr gut. Ja, dann bin ich schon fertig damit. Jetzt schraube ich das die Kleidteile hier an. Ja, das war's. Sind wir fertig. Sind wir durch. Das war, ich glaube, das Video für heute, aber naja. Mal gucken, wenn noch Lieferung kommt, dann werde ich noch die Velostilnarbe umbauen. Und Kaffee trinken und Kakao? Gerne, ich würde einen Kakao nehmen. Habe ich schon geholt. Ach, hast du schon? Ja. Das ist aber nett. Äußerst liebensgewürzig. Aber das ist ja nun auch wirklich notwendig. Sind das die Originale? Nein, sind nicht die Originale.
Okay, der Auftrag ist erledigt und ich habe tatsächlich schon die Lieferung bekommen. Das ist das Geheimnis, warum mein Kaffee niemals leer wird, weil ich immer wieder nachkippe. Gut, also, was habe ich jetzt hier? Brandneue Velo-Stielnarbe. Tja. Was macht der Tommy jetzt mit der brandneuen Velo-Stielnarbe? Wir zerlegen sie erstmal und schauen mal, wie gut gefettet sind die eigentlich. Das kann man jetzt gleich mal testen an so einem Ding. Wenn sie neu ist. Aber jetzt schauen wir jetzt mal. Wir schauen uns jetzt das ganze Dilemma hier mal an. Wie sieht sowas eigentlich aus? Denkt dran, nagelneu ist die, ne? Gerade eben aus der Verpackung geholt. Ein bisschen Fett ist ja dran. So, da sehen wir. Eine Grundfettung ist schon drin, auf alle Fälle. Hier, dieses Lager tauschen wir natürlich auch aus. Ja. Nehmen wir das hier raus. Und das neue hier rein. Aber liebe Leute, guckt mal, das ist zu wenig Fett. Was soll er mit dem Fett? Das bisschen Fett hilft doch ja nicht. Also muss nachgefettet werden. Na ja, wunderbar. So. Ja, super. Jetzt kann man das Rad hier einbauen, das Hinterrad, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Mal nur ein bisschen festschrauben hier. So wie das. Bremsbeläge müssen neu, dringendst. Alle. Wundervoll. Wie funktioniert. Käppchen drauf, fertig. Ah ja, ein bisschen, da muss man ein bisschen korrigieren hier. Wack. Ja, ist doch toll. 20 Euro hat mich der Rad gekostet im Ankauf. Ich habe Arbeit drin gesteckt, okay, die zähle ich jetzt mal nicht. Rein Materialpreis, 20 Euro kostet so eine Narbe. Da sage ich für 40 Euro. Was muss jetzt noch gemacht werden? Bremsbeläge nochmal 15 Euro, sagen wir mal 40, 50, 55 Euro. Habe ich doch einen schönen Rad am Ende.
Sattel müsste ich erneuern. Okay. 55, 15 Euro noch drauf. 60, 70 Euro. 70 Euro. Für 70 Euro ein schönes Rad, das ist doch toll. Freut mich. Na, und jetzt kann ich überlegen, gebe ich es im Verleih? Oder verkaufe ich es? Kann es durchaus im Verleih geben, das Ding. Das ist ja nicht verkehrt. Das ist simpel, das ist verkehrstüchtig, da ist alles dran, das hat einen Gang, okay, es hat nur einen Gang halt. Ne? Und für den Verleih sind die Reifen vielleicht nicht unbedingt geeignet. Also sollte man Marathon Plus Reifen wirklich drauf machen, also irgendwelche Anti-Platt-Reifen. Aber man kann den Verleih anbieten. Und wenn es dann jemand kaufen will, geht es halt auch in den Verkauf. Also ist ja auch egal, kann man sich ja dann aussuchen. Ja, dann machen wir noch Bremsbeläge, aber eben jetzt nicht. Jetzt gucke ich mir erstmal nochmal das Tretlager an, ob ich das Tretlager rauskriege. Ich habe noch einen Tretlagerschaden vorne zu liegen, den muss ich mir angucken auf alle Fälle. Ich schraube mal einfach auseinander, ne? Also jetzt nicht wundern, dass ich hier nicht alle kommentiere. Aber mir scheint auch das Ding hier schief auf der Achse zu sitzen. Also der Kurbelarm. Hallo? Ja, bitte? Ich habe ein Fahrrad für dich. Oh, danke. Das ist aber nett. Ja, dann kannst du es noch auch verkaufen. Wow. Oder selber mitfahren. Wow. So was Tolles? Lass es dir vorbestehen. Hab gerade Arbeit in der Hand. Warte mal. Hier. Es hat nur noch einen Gang, um es total schade zu fahren und wir wollen es nicht mehr. Der Tommy kriegt Sachen geschenkt oder wieder ein Rad geschenkt bekommen. Habt ihr gehört das? Live. Tja. Alu City Star. Mensch, Mensch, Mensch. Hier kommen Spenden drin. Das ist ja unglaublich. Es hat nur noch einen Gang und wir möchten es nicht mehr. Außerdem hat es defekte Reifen. Die sind richtig, richtig, richtig aufgerissen. Ofenrad wieder für den Verleih. Es sieht aus, als wäre es für große Kerle. Irgendwie macht so einen Eindruck auf mich. Tretlager. Also viel Geld machen kann man mit solchen Rädern natürlich nicht. Mit dem Alu City Bomber da hinten. Außer im Verleih tatsächlich, dann kann man noch ein bisschen Geld verdienen. So? Schwierig. Aber wenn einer mir ein Rad schenkt, dann sage ich natürlich nicht nein. Also muss ich natürlich annehmen. Ne? Und wenn es nur wegen der Teile ist. Ist doch unglaublich, wie viele Fahrräder hier so rumstehen und gar nicht mehr verwendet werden. Und wie viele Räder die meisten auf den Schrott bringen auch. Japan. Takagi. 1965. Das hört sich nicht gut an, Mr. Snoot. Oh mein Gott, ey. Das war ordentlich fest. Bröselige Kugeln. Tack, da war eine. Nein, da ist exakt eine Delle drin zum so ein Hakenlager. Boah, das kriegt man auch im Leben nicht um. Ach nee. Was ist das überhaupt für ein Lager? Jetzt
bin gerade verwirrt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hey, liebe Leute, schaut euch das mal an. Was ist denn das? Habt ihr sowas schon jemals gesehen? 1965 sollte man vielleicht aufheben, so, ja, so selten wird das sein. Also das ist eigentlich für Presslager vorgesehen, aber da ist ein Inlay drin. In dieses Inlay kann man normales Lager, BSA-Lager einschrauben. Habe ich noch nie gesehen, gebe ich zu. Ist überhaupt kein Thema. Ich kann auch, ne? Das ist alles schick oben. Ihr könnt Suppe essen. Hier könnt Suppe essen. Was ist das von dir? Ja. Ich kann Suppe essen. Ich meine, was da? Suppe noch. Oh, das ist so lieb. Das war Suppe. Hm? Wir dürfen Suppe essen. Wir dürfen Suppe essen. Na ja. Ciao, ciao. Ciao! Wolf, ja. Ja, ich habe immer wenig Zeit. Manchmal ist dann auch, dann, manchmal hat man aber auch dann zu tun, ne? Ich habe noch nie gesehen, so ein Lager. So, jetzt kloppe ich das mal raus hier. Ich hoffe, so funktioniert das, dass wenn ich das hier rauskloppe. Jawohl, 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 ole, 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 ist ja geil. Ich habe noch nie so ein Lager gesehen. Entschuldigung, ich habe noch nie so ein Lager gesehen, das ist unglaublich. Ich habe noch nie das gesehen, so. Mit so einem Inlay drin, ja, so ein BSA, von Thomson auf BSA Adapter, halt noch nie hier sehen. Muss ich aufheben, wa? So, klar. So, auf alle Fälle. So, auf alle Fälle, was für Kuriositätenkabinett. Jetzt reinige ich das hier drin und werde natürlich. Jetzt werde ich eben nur noch ein Thomson-Lager einbauen. Ich finde das ja so geil, dass man immer wieder dazu lernt. Wirklich Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ja, ist ja gut jetzt, Tommy, wa? Aber, ja, ist halt so. Kann mich sehr für sowas begeistern. Könnt ihr mal sehen, ey. Passt nämlich nicht. Ja, könnt ihr mal sehen. Tadada. Dopsche, dopsche, tradada. Steht der Tommy wieder da, ist also Gazelle-Maß. Also, wie machen wir das? Ich muss es reparieren. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss es reparieren. Und ich wette mit euch, das ist ja eine so geile Qualität, das kann man reparieren. Das heißt, richtig sauber machen. Und dann schauen wir mal. Das haben wir in, wie erwartet, top, top Zustand eigentlich. Die Dinger sind nicht mal ansatzweise ausgefahren, obwohl diese ausgeschlackert sind. Das ist wirklich unglaublich, habe ich noch nie gesehen so in der Form. Dieses Inlay habe ich noch nie gesehen. Ich denke, wie gesagt, von der Gazelle, so ein Tretlager, diese alte, die sind ein bisschen schmaler. Es gibt ja BSA, Thomson und dann gibt es noch dieses Gazelle-Maß, also zumindest dieses alte Hollandrad-Maß. Das ist so ein bisschen schmaler und ein Presslager. Das sollte da reinpassen. Das sollte funktionieren. Das hier habe ich noch nie gesehen, so ein Lager. Falls jemand von euch rausfindet, wie das heißt, ich meine, ich werde nachher vielleicht auch mal nachgucken, wenn ich es nicht vergesse oder so. Falls jemand von euch rausfindet, wie das Tretlager heißt, wäre ich gerne um eine Info dankbar, damit ich das benennen kann halt einfach, ne? Weil es ist schon selten, dass man so ein Lager mal hat. Und ausbauen war total einfach jetzt in dem Sinne, weil man muss die eine Seite rausschrauben und die andere kann man dann so ausschlagen. Und dann hat man wenigstens das Lager erstmal draußen. Natürlich ist es schwierig, dieses Teil kriege ich nicht gelöst. Und ich hätte es auch gar nicht mit einem Zahnschlüssel gelöst bekommen, weil es hier ja am Rahmen kontert. Also im Grunde genommen ist das schon richtig. Man muss es ausschlagen und dann kann man die zwei Teile bestimmt auch voneinander trennen. Hier diese Hülse und diese Lagerschale.
Aber im Grunde genommen habe ich schon alles richtig gemacht erstmal. Wie kriegen wir das jetzt hin? Muss ich eine neue Achse bestellen? Die wird es wahrscheinlich dafür nicht mehr geben. Scheiße. Das ist schlecht. 127. Ich hole jetzt meine Family ab. Meine Kleine, die Skadi aus der Kita. Und dann warten wir auf Lumen, dann warten wir auf Anouk und dann schauen wir mal, ob wir mal losgehen und holen. Hey, der Mitch ist wieder da. Also ein bisschen schummeln tue ich jetzt heute quasi. Jetzt ist es 15:53, ich warte noch auf meine andere Tochter. Und dann gehen wir wahrscheinlich noch mal los, irgendwo raus, irgendwas machen. Aber ich beende trotzdem heute schon die Aufnahme für jetzt, damit ich schon schneiden kann. Vielleicht schaffe ich das, bis meine andere Tochter kommt, dann schon hochladen. Den Vlog von heute. Und wenn dann heute noch was Aufregendes passiert, werde ich es halt morgen mit hochladen. Also seid nicht sauer, ich würde mal sagen, wir sehen uns spätestens morgen wieder, ne? Also macht's gut. Bis dann. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn es euch gefällt, seid so gut und denkt daran. Sagt das. Wir müssen mal sehen, ob das Leute interessiert. Und wenn ihr da jemanden wüsstet oder so, sagt weiter, teilt die Videos oder so. Oder würde mich freuen oder so, wenn unsere Gemeinschaft ein bisschen wächst noch. Ja, ansonsten haben wir ja schon viel erreicht. Also, sehen wir uns morgen. Bis dann. Ciao. Euer Tommy.